Guten Tag, mein Name ist Alexander Geicher. Ich bin seit über 32 Jahren als Onkologe und Psychotherapeut an der Medizinuniversität Wien, AKH Wien, tätig und begleite seit über 30 Jahren jeden Tag Menschen, die von Tumorerkrankungen betroffen sind. Ich freue mich, mit Ihnen in den nächsten 30 Minuten über die Möglichkeiten zu sprechen, die uns heute Telemedizin eröffnet, gerade in der Begleitung von Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Krebserkrankungen und gerade in der Zeit der Covid-Pandemie. Zunächst einmal möchte ich gerne ausholen, was Telemedizin ist und wie sie sich entwickelt hat. Zunächst einmal unterscheiden wir zwischen einer Telemedizin 1.0, in der mittels technischer Hilfsmittel wie Telefon, Textbotschaften, SMS, Videokonferencing räumliche Distanz überwunden wird. Das ist seit vielen Jahrzehnten in vielen Ländern im Einsatz. Medizinische Leistungen werden ähnlich wie sonst im Alltag angeboten, nur eben mittels Telefon und Videokonferenz. Allerdings erheben ist es nach wie vor notwendig, Symptomerhebungen, Dokumentation, Datenauswertung, Überweisungen vom Gesundheitspersonal durchzuführen. Wie Sie auf dem Bild sehen können, sind die meisten Menschen damit nicht glücklich, weil es eigentlich mehr Arbeit ist. Telemedizin 2.0 war bereits ein großer Fortschritt. Hier waren wir in Österreich über viele Jahre weltweit führend durch die Einführung einer elektronischen Krankenakte. Dabei werden Patienten, Pflegefachkräfte, Ärzte, Spitäler über eine integrative Plattform datenschutzgrundverordnungskonform verbunden. Aber auch hier ist das Problem, dass die gesamte Symptomerhebung, die Dokumentation, die Datenauswertung, Überweisungen, Weiterüberweisungen nach wie vor vom Gesundheitspersonal überwunden werden müssen. Und eine der großen Herausforderungen, von der wir stehen, ist, dass wir immer mehr Leistungen in Spitälern bringen müssen. Warum? Tumorerkrankungen sind eine Erkrankung der zweiten Lebenshälfte. Die Lebenserwartung steigt, wir werden immer älter. Die Zahl der Menschen, die von Krebserkrankungen betroffen sind, wird kontinuierlich zunehmen. Von gegenwärtig 36.000 in den nächsten 10 Jahren auf über 50.000. Die Zahl der Menschen, die von Tumorerkrankungen betroffen sind, wird von gegenwärtig etwas über 350.000 in Richtung einer 500.000 steigen. Das sind zum einen die Fortschritte der wissenschaftlichen Forschung, der Früherkennung und die neuen Therapiemöglichkeiten. Ist das Überleben einmal gesichert, stellen sich natürlich andere Fragen, wie die Reintegration in den beruflichen, sozialen Alltag und dass Umstände wie eine Covid-Pandemie unsere klinische Praxis deutlich ändern. Eine der Herausforderungen ist die chronische Erkrankung. Wir unterscheiden nicht mehr so wie früher alles oder nichts. Entweder ist man gesund oder man verstirbt an der Erkrankung, sondern wir können immer mehr Menschen heilen von Tumorerkrankungen. Wenn das nicht mehr möglich ist, können wir die Krankheit chronifizieren, dass wir die Menschen über viele Jahre mit einer guten Lebensqualität unterstützen können. Das bedeutet aber, dass wir vor immer komplizierteren Herausforderungen stehen. Und mit wir meine ich jene Menschen, die wir Krebspatienten nennen, ihre Angehörigen, aber auch die Gesundheitsberufe, Ärzte und Pflegefachkräfte. Wir haben die molekulare Grundlage der Erkrankung. Wir haben die komplizierten Wege, wie Informationen in Zellen von der Zelloberfläche zum Zellkern überführt werden. Wir haben die anatomischen Strukturen und auf der rechten Seite das Bild der Frau, gemalt von ihrem Mann zum Zeitpunkt der Diagnose ihres metastasierten Ovarialkarzinoms. Der Mensch, der uns gegenübersteht, der uns begegnet in der Ambulanz. Und dann das soziale Umfeld, die Familie, die Angehörigen, die ebenfalls viel mit uns auch tun. Ein kurzer Ausflug in die neurobiologischen Grundlagen unseres Denkapparats. Wofür sind wir konzipiert von der Evolution? Das Überleben zu sichern. Wir sind ausgezeichnet ausgestattet zu kämpfen, zu fliehen, sogar uns totzustellen. Aber wir haben kein Sensorium für komplexe Probleme, chronische Prozesse, Risikoabschätzungen oder auch nur für die Zeit. Dann sind noch weitere Herausforderungen der Tumorerkrankung da. Normalerweise grenzen wir Krankheit als etwas Fremdes, von außen kommendes ab, wie bakterielle Infekte, Viren, Unfälle, etwas, das von außen auf mich einwirkt. Aber hier bei Tumorkranken ist die Krankheit ein Teil von mir. Dann führt uns Krankheit wieder vor Augen, wie sehr wir dem Leben ausgeliefert sind, das wahrscheinlich eines der größten Tabus der modernen Zeit ist, das uns auch wieder die Covid-Pandemie verdeutlicht, dass man auch alles richtig machen kann und trotzdem von einer gefährlichen Erkrankung bedroht wird. Was macht unser Gehirn, wenn es mit komplizierten Problemen sozusagen konfrontiert wird? Unser Gehirn ähnelt dieser Löwendame. Es vermeidet jede Art von Anstrengung. Und dann, wenn es etwas tun muss, wie diese Löwendame, wenn sie hungrig wird, dann steht sie auf und tut ihr Ding und das macht sie hocheffizient. Und so ist unser Gehirn, es vermeidet jede Art von Anstrengung.
Und wenn Sie mir nicht glauben, dann beobachten Sie mal Ihre Kinder am Wochenende. Das ist eine große Kunst, nichts zu tun. Normalerweise aber, wenn wir vor Herausforderungen stehen, bereiten wir uns vor, wir trainieren, wir verwenden Ausrüstung, wir machen Kurse. Wenn ich tauche, mache ich einen Tauchkurs. Wenn ich klettere, gehe ich zum Alpenverein, mache einen Kletterkurs. Aber genau das, was uns so weit gebracht hat als Menschen, das benutzen wir nicht, wenn wir krank sind. Was ist unser Training, unsere Ausrüstung für chronische Erkrankungen? Wenn Sie auf dieses Bild schauen, dann sehen Sie, wie unsere Pflegefachkraft, unsere technische Hilfskraft, die Ärzte ganz konzentriert die Standard Operating Procedures einhalten und alles sehr gut machen. Aber der Mensch, der betroffen ist, der junge Mann auf dem Bild, der gerade eine Leukopherese für eine KC-Zelltherapie sich unterzieht, der wäre sehr daran interessiert, mehr Informationen zu haben. Der möchte mittun. Und diese Ressourcen lassen wir ungenützt. Und eSmart, das Telemedizin-Werkzeug, das ich Ihnen vorstellen möchte, das verwendet Technologien, die wir benutzen, die uns vertraut sind, Smartphones, die auf der ganzen Welt unabhängig von der Kultur, der Bildung, dem Hintergrund verwendet werden. Es schützt und unterstützt Risikogruppen durch personalisierte telemedizinische Betreuung während und auch nach der Covid-Pandemie. Telemedizin 3.0, und das ist die eSmart, integriert die Möglichkeiten der Telemedizin 1.0, Überwindung räumlicher Distanz durch technische Möglichkeiten. 2.0, die sichere Übertragung von Daten, der Archivzugang zur ELGA, zur elektronischen Krankenakte in eine Plattform, die wieder Begegnung zwischen Patienten, Angehörigen, Selbsthilfegruppen, Pflegefachkräften, Ärzten, Spitälern ermöglicht. Smart at home, together and safe. Durch diese Technologie können wir die Auswirkungen der Covid-Pandemie auf die klinische Praxis und die Patienten-Arzt-Beziehung reduzieren. Begegnung ist die Grundlage der Kommunikation. Diese Technologie integriert in die bestehenden Systeme, was ich eine Hybridlösung bezeichnen würde, und überwindet die derzeit notwendige Distanz. Es ermöglicht wieder Beziehung und Begegnung und Out-of-Hospital-Care. Also, warum benötigen wir Telemedizin? Die Zahl der von Krebs betroffenen Menschen steigt kontinuierlich an. Das führt zu einer deutlichen Zunahme von medizinischen Leistungen. Und mit im Wesentlichen unveränderten menschlichen und finanziellen Ressourcen führt dies zu einer Überlastung unseres Gesundheitssystems. Diese Herausforderung lässt sich nur durch den Einsatz neuer Technologien bewältigen. Zusätzlich führt die Covid-19-Pandemie zu einer massiven Belastung von Mensch- und Gesundheitssystem. Und einer der vulnerabelsten Gruppen sind Menschen, die von Krebserkrankungen betroffen sind. Das heißt, Out-of-Hospital-Care wird eine Notwendigkeit. Die Covid-Pandemie zeigt aber auch medizinische und wirtschaftliche Auswirkungen. Chronisch kranke Menschen werden fallweise unterversorgt. Das heißt, diese Menschen benötigen in den nächsten Jahren mehr Unterstützung. Das bedeutet für das Gesundheitssystem mehr Herausforderungen. Vorsorgeuntersuchungen werden verschoben, erkranken später, das heißt möglicherweise auch in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert. Wiederum mehr Herausforderungen, mehr Probleme. Die Arbeitslosigkeit steigt an, Steuern, Sozialversicherungseinnahmen sinken. Das heißt, wir haben weniger Geld zur Verfügung, um mehr Herausforderungen zu stemmen. Einer der interessantesten Wörter, die wir gegenwärtig eigentlich erleben, ist das Social Distancing. Nun sind wir aber Säugetiere. Abstand zueinander ist uns nicht angeboren, ist nicht angelegt. Wir benötigen Nähe zum Überleben, zum erfolgreichen Arbeiten. Das heißt, ich würde statt dem Social Distancing eigentlich lieber den Abstand überwinden, die notwendige physische Distanz aufrechterhalten, aber soziale Nähe wieder ermöglichen. Und dafür verwenden wir Smart at Home. Es ist ein Advanced Symptom Management System. Es ist CE-zertifizierte medizinische Applikation, die evidenzbasiert durch große klinische Studien ihre Wirksamkeit gezeigt hat. Es ist datenschutzkonform, es ist eine Hybridlösung, das heißt, sie integriert sich in die bestehenden medizinischen Systeme. Wir haben über 17 Jahre Erfahrung in der Routine im National Health Service in England. Es sind zahlreiche Preise an das System vergeben worden, zahlreiche Publikationen, auch EU-Konsortium-Grants. Patienten, wie funktioniert das? Patienten, Angehörige, Pflegefachkräfte laden datenschutzgrundverordnungskonform die Medical Device Applikation auf ihr Smartphone oder Tablet und sind so 7/24, also 7 Tage die Woche, 24 Stunden mit dem Betreuungsteam verbunden. Wir haben einen Ablauf, der sich zusammensetzt einerseits der Symptomerhebung durch eine einfache Serie von Fragen, die man täglich oder einmal wöchentlich ausfüllt.
Teletriage, die sich automatisch der Symptomerhebung anschließt. Das heißt, je nachdem, welche Symptome Sie in welcher Schwere haben, wird entweder ein grüner Alarm, ein gelber oder ein roter Alarm ausgelöst. Abhängig von dem Alarm wird Ihnen zum Beispiel bei leichten Symptomen, einem grünen Alarm, Selbsthilfe angeboten. Was kann ich selbst gegen die Entzündung meiner Schleimhaut tun? Was kann ich selbst gegen Schmerzen tun? Bei einem stärkeren Symptom, moderaten Symptomen, erhalten Sie am gleichen Tag einen Anruf durch eine Cancer-Nurse und bei akuten Symptomen werden Sie innerhalb von 15 Minuten durch einen Arzt des Teams angerufen. Das heißt, wir haben nicht nur Selbsthilfe, Alert-Handling und dann in der Folge auch Videosprechstunden, wir können Telekonsultationen vereinbaren bis hin zu einer Telerehabilitation. Das heißt, hier erfolgt eine Kommunikation entsprechend den Datenschutzrichtlinien zwischen Patienten, Pflegefachkräften, Ärztinnen durch Text, Smartphone oder Videotelefonie. Wie schaut das praktisch aus? Auf Ihrem Smartphone erscheint eine ganz einfache Serie von Fragen, durch die Sie durchgeführt werden. Das dauert, wenn Sie keine Probleme haben, vielleicht 2 Minuten. Wenn Sie welche haben, 3 bis 4 Minuten. Immer dann, wenn Sie Beschwerden haben und auf Ja klicken, gehen dann die entsprechenden Fragen auf. Wenn Sie zum Beispiel Schmerzen haben, klicken Sie auf das Männchen, das abgebildet ist, und zeigen auf die Stelle, wo Sie Schmerzen haben. Und dann wird das markiert. Sie können beschreiben, wie stark die Schmerzen sind, wie weit Sie in Ihren täglichen Aktivitäten dadurch beeinträchtigt werden. Und am Ende erhalten Sie Nachrichten, was Sie selbst tun können gegen Schmerzen. Das Schöne an dem System ist, dass Sie im Wesentlichen die Fragen in Ihrer Muttersprache angeboten bekommen, sei es Deutsch, Türkisch, eine slawische Sprache, Farsi, Norwegisch, Griechisch, das kann man alles einprogrammieren. Der Arzt sieht aber die Fragen und die Antworten in seiner Muttersprache, hier zum Beispiel in Deutsch oder in Englisch. Und so ist eine Überwindung von sprachlichen Barrieren ohne zusätzlichen Aufwand, ohne zusätzliche Dolmetscher möglich. Außerdem sehen Sie oben links in dem Bild, wie Ihnen Symptome grafisch dargestellt werden. Sie können auf einmal verstehen und begreifen, was so schwer verstehbar ist, nämlich wie sich Krankheit, wie sich die Nebenwirkungen der Therapie über die Zeit entwickeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur eine einzelne Momentaufnahme, sondern zu sehen, dass ich zum Beispiel immer 2, 3 Tage nach einer Chemotherapie Verstopfung habe, 5, 6 Tage später etwas weicheren Stuhl oder sogar Durchfall bekomme, weil das eine verursacht wird durch die Medikamente gegen die Übelkeit und das andere der Durchfall zum Beispiel durch die Wirkung der Chemotherapie. So wird das, was mich sonst beunruhigt, etwas begreifbar und ich sehe, dass das sogar einen an sich fast planbaren Ablauf nimmt. Die Alerthändler, die Ärzte und Pflegefachkräfte haben ebenfalls das System auf ihren Smartphone runtergeladen und bekommen einen Alarm je nach den Symptomen, die sie haben, rot, grün, und sie können diesen Alarm direkt von diesem Smartphone beantworten, haben datenschutzkonform Zugang zu den relevanten Gesundheitsinformationen ihrer Patientin, ihres Patienten, und es wird der gesamte Ablauf, sowohl wann ich den Alarm bekomme, wie lange ich brauche, ihn zu beantworten und was ich in der Antwort alles gesagt habe, dokumentiert, und das ohne, dass ich extra Arbeit habe. Das heißt, Menschen, die betroffen sind von Krebs, Patienten können dort, wo sie wollen, wann sie wollen, definierte Daten, Kurzfragebögen, Temperatur, Blutdruck, Puls täglich oder bei Bedarf via Smartphone oder Sensoren übertragen. Diese übertragenen Daten werden in Echtzeit ausgewertet nach etablierten, bekannten Richtlinien und nach einem Ampelsystem weiter triagiert. Noch einmal grün, evidenzbasiert, Self-Management Advice, was kann ich selbst tun bei kleinen, geringen Symptomen, moderate Symptomen, gelb, werde ich innerhalb des gleichen Tages innerhalb von 8 Stunden von einer Cancer-Nurse angerufen, rot, bei potenziell lebensbedrohlichen Symptomen werde ich innerhalb von 15 Minuten angerufen. Aus einer ganzen Gesundheitsbibliothek werden die entsprechenden Symptomunterstützungsmaßnahmen erklärt und Hilfe angeboten. Es erfolgt eine grafische Darstellung der Symptome, wodurch das, was so schwer begreifbar ist, angreifbar, begreifbar wird, sichtbar wird. Das klinische Team wird in Echtzeit alarmiert. Die Kliniker sehen in die elektronischen Krankenakte und intervenieren und weitere Konsultationen, Rehabilitation, Diätologie, Psychologie, Psychoonkologie können terminisiert werden.
diese Überwindung von räumlicher Distanz ist bei solchen Spezialdisziplinen sehr wichtig, denn es ist nicht leicht, irgendwann im November, Dezember oder Jänner im nördlichen Waldviertel oder in Tirol einen Sexualtherapeuten, eine Sexualtherapeutin, eine Traumatherapeutin oder eine Diätologin, die viel Erfahrung in der Begleitung von Tumorpatienten hat, zu finden. Hier spielt räumliche Distanz keine Rolle. Die Therapeutin, die Beraterin kann in Wien sitzen und sie können in Zwettl oder in Weitra sitzen. So sparen sich 2 Stunden Anfahrtszeit, wahrscheinlich 1 bis 2 Stunden Wartezeit und 2 Stunden Rückreise. Und sie können in der sicheren Umgebung ihres Zuhauses mit einer Fachexpertin Kontakt haben. Das heißt, die Vorteile sind eine benutzerfreundliche Handhabung, die Patientenautonomie wird gestärkt, Ärzte, Pflege und Angehörige werden entlastet, durch eine automatische Integration in die elektronische Krankenakte. Risikogruppen werden geschützt und unterstützt. Und wir haben diese Systeme entwickelt für verschiedene chronische Erkrankungen. Für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Stoffwechselerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen, Lungenerkrankungen. Und es werden standardisierte Gesundheitsdaten erhoben, die eine genaue Zielsteuerung von Ressourcen ermöglicht. Das heißt, insgesamt dient die Smart sozusagen als ein wichtiges Rädchen in diesem Gesundheitssystem. Es verbindet Patienten mit Hausärzten, mit Rehabzentren, mit Pflegewohnhäusern, mit Kliniken und mit niedergelassenen Therapeutinnen, Physiotherapeutinnen, Diätologinnen, Ergotherapeutinnen. Insgesamt gibt es also gute Gründe für die Einführung dieser Technologie und ich hoffe, dass ich Ihnen hier ein wenig die Telemedizin näher bringen konnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt noch einige Fragen bekommen, die ich gerne beantworten möchte. Die erste Frage ist, was passiert, wenn das Programm einen medizinischen Notfall erkennt? Wird dann der Krankenwagen gerufen? Wenn ein medizinischer Notfall auftritt, entsteht ein roter Alarm, der zu einem sofortigen Anruf eines Arztes aus dem Behandlungsteam führt, der dann mit Ihnen gemeinsam das weitere Vorgehen bespricht. Es kann sein, dass der Notarzt gerufen wird oder ein Krankentransport gerufen wird oder dass sich das Problem auch im niedergelassenen Bereich lösen lässt. Die nächste Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, dem Programm mitzuteilen, dass es auf besondere Symptome und Werte achten muss? Ich hatte selbst Leukämie und meine Thrombozytenzahl war oft noch im Normalbereich in der aktuellen Situation für meinen Zustand jedoch zu niedrig, was meine Ärztin dann erkannt hat. Nun, wir können und haben die Möglichkeit, zusätzliche Fragen und Eingabemöglichkeiten zu eröffnen. Das heißt, wenn für Sie es wichtig ist, die Thrombozytenzahl kurzfristig zu kontrollieren, so kann das als Zusatzfrage in das System eingegeben werden. Sie führen eine Blutabnahme durch und transferieren oder geben dann den Thrombozytenwert in das System ein und der Arzt hat die Möglichkeit, im Verlauf die Thrombozytenwerte mit Ihnen gemeinsam zu kontrollieren und zu besprechen. Also das ist möglich. Wird eSmart einfach zu bedienen sein? Meine 75-jährige Mutter hat Brustkrebs und ich habe nicht immer Zeit, mit ihr zum Arzt zu gehen und will sie aktuell auch nicht der Gefahr aussetzen, dass ich sie anstecke. Wir haben ihr ein iPad geschenkt und sie weiß, wie man Dinge googelt. Na, sonderlich versiert ist sie aber nicht. Ja, dann geht es ihrer Mutter ähnlich wie mir. Ich bin auch nicht sonderlich versiert und mir macht das hier schon einen ziemlichen Stress, über diese technischen Hilfsmittel in einen Vortrag zu präsentieren. Es ist ein Teil dieser großen EU-Studie gewesen. Also eSmart ist Teil einer großen prospektiven Studie, die wir im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes umgesetzt haben. Es ist tatsächlich die weltweit größte randomisierte Studie, die je zu dem Thema Telemedizin in der Onkologie durchgeführt wurde. Und ein Endpunkt dieser Studie war herauszufinden und Patienten zu befragen, wie es ihnen mit diesen technischen Werkzeugen geht. Tatsächlich ist es ganz einfach zu bedienen. Auch 80-jährige Patientinnen konnten das ausgezeichnet bedienen. Der Erfolg und die Akzeptanz war so groß, dass in einigen Ländern, es ist in 6 Ländern, in 12 großen Tumorzentren über 4 Jahre gelaufen. In einigen Ländern wollten die Patienten das Device nicht mehr zurückgeben. Wir haben deswegen auch eine Applikation, eine App entwickelt, die Sie auf Ihrem eigenen Device runterladen können. Falls Sie keins haben, kriegen Sie eins zur Verfügung gestellt. Also die Akzeptanz war sehr gut. Es ist kein Problem, dieses System zu bedienen. Es ist wirklich einfach. Sie werden durch Fragen durchgeführt und der Rest geschieht automatisch.
Bekommt man bei eSmart, wenn möglich, immer dieselbe Ärztin oder denselben Arzt zugeteilt, wenn man ein Gespräch braucht? Dann wüsste die oder derjenige schon etwas über die Krankengeschichte. Ja, das stimmt, da stimme ich Ihnen zu. Das ist eine gute Idee, immer vom gleichen Arzt, Ärztin behandelt zu werden oder von der gleichen Pflegefachkraft. Darum bemühen wir uns. Wir haben ein Team von Alerthändlern, die konstant bleiben. Das heißt, sie werden im Laufe der Behandlungsdauer, das können ja 3 oder 6 oder 9 Monate sein, manchmal noch länger sein, werden sie das Team kennenlernen. In der Regel, wenn sie allerdings einen spezifischen Termin benötigen, dann werden sie ihrer Ärztin zugeteilt. Dieses System ist keine Parallelwelt. Sie wird unter der Führung und der Leitung ihres Behandlungsteams durchgeführt. Wir unterstützen mit Information, mit einer Telekommunikation ihr Betreuungsteam. Das heißt, ihre behandelnde Ärztin bleibt ihre behandelnde Ärztin. Und wir haben nur zusätzlich ein Unterstützungsteam, das vermitteln kann. Die nächste Frage: Muss ich als Patientin für eSmart extra bezahlen oder kann das über jede Krankenkasse abgerechnet werden? Nun, in einem ersten Schritt war eSmart eine Studie. Das heißt, für Studien, für die Teilnahme an Studien fallen keine Kosten an. Die Kosten wurden von der EU-Kommission bezahlt. Für die nächste Phase, wo wir die Integration dieser Technologie in die Routine überprüfen und wissenschaftlich begleiten, fallen ebenfalls keine Kosten an. Das heißt, Sie können an diesem Projekt gratis teilnehmen. Es wird auch dieses Device nicht mehr getestet, sondern lediglich überprüft und getestet, wie es Ihnen während der telemedizinischen Betreuung geht im Vergleich zu Menschen, die konventionell im Spital in Ambulanzen betreut werden. Ziel ist die Integration in die Routine. Das heißt, dass diese Leistungen telemedizinisch abgerechnet werden über die eCard und sie keinerlei Kosten haben. Nächste Frage. Ist es möglich, dass andere Menschen, die eigentlich nicht befugt sind, auf meine Daten zugreifen? Ich bin nicht so technikaffin und weiß nicht genau, wie Daten gespeichert und freigegeben werden. Das ist eine extrem wichtige Frage. Es ist eine absolute Notwendigkeit, dass Gesundheitsdaten sicher sind und nur von autorisierten Personen und dass die Menschen, die Sie letztlich autorisieren, eingesehen werden können. Wir machen keinen Datenhandel. Es kommt nicht zu einer Verschickung von Daten, wie sie das zum Beispiel der Fall ist, wenn Sie manche Smartwatches oder Smartphones verwenden. Diese Daten sind geschützt, sind speziell encrypted und können nicht von Personen außerhalb des Behandlungsteams eingesehen werden. Im Zweifelfall können Sie auch gesperrte, also eingeschränkt aktivierte Smartphones benutzen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Sie können es aber auch bedenkenlos auf Ihrem Smartphone runterladen. Die Applikation ist in einer speziellen Software eingebettet, die es vor widerrechtlichem Zugriff schützt. Nächste Frage. Guten Tag, Herr Professor Geiger. Welchen Hintergrund hat es, dass eSmart für die Onkologie entwickelt wurde? Ich war selber an Krebs erkrankt und habe den nahen Kontakt mit meinen Ärztinnen sehr geschätzt. Ich finde eSmart eine tolle Möglichkeit, könnte mir aber vorstellen, dass mir die enge Zusammenarbeit fehlen könnte. Vielen Dank. Ich glaube, mir als Arzt geht es genauso und wenn ich Patient bin, geht es mir auch so wie Ihnen. Wir wollen persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Telemedizin 3.0 hat nicht das Ziel, dass Sie mit Maschinen kommunizieren oder Computern oder nur mit Handys. Sie sollen mit Ihrer Ärztin, mit Ihrem Arzt in Kontakt bleiben. Das, was wir ermöglichen, ist, dass auch in Zeiten der Covid-Pandemie oder am Wochenende ein Betreuungsteam dafür da ist. Der direkte Kontakt mit Ihrer betreuenden Onkologin wird dadurch nicht ersetzt, sondern erleichtert. Sie können mit ihr Sprechstunden ausmachen oder mit Ihrem Onkologen. Sie können sich extra Termine vereinbaren, wenn es in die Routine integriert ist. Im Augenblick halten wir das so, dass wir einzelne Sprechstunden schon vereinbaren. Und Sie zum Beispiel jeden Mittwoch um 12 Uhr dann Gelegenheit hätten, einen Termin mit Ihrer Onkologin wahrzunehmen. Also Ziel ist nicht Ersatz des persönlichen Kontaktes der Beziehung. Ich halte das für einen ganz wichtigen Bestandteil in der Begleitung von Patienten. Die Beziehung ist letztlich auch das, was Kommunikation erleichtert. Ohne Beziehung können wir stundenlang reden, es kommen nur Missverständnisse heraus. Also das wollen wir sicherstellen und das ist eigentlich der Grund, warum wir es eingeführt haben.
Im Augenblick ist es so, dass ich fast 90% meiner Zeit darauf verwenden muss, Symptomerhebungen durchzuführen, dann diese einzugeben in ein Computersystem, dann die Chemotherapie zu bestellen, dann ein Bett zu organisieren und dann habe ich kurz nur Zeit, Ihnen das zu erklären, was wichtig ist. Das wollen wir ändern durch Telemedizin, dass wir wieder Zeit haben, miteinander in Kontakt zu treten, ein Gespräch zu führen. Und dass das, was Maschinen gut machen, die Maschinen tun, nämlich die Erhebung von Symptomen, die Eingaben von Symptomen, die Auswertung von großen Datenmengen und wir Menschen das tun, was wir gut können, nämlich einen Schluss daraus zu ziehen, aus diesen vielen Daten gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen und ich Ihnen diese Entscheidungsgrundlagen begreifbar machen kann und wir gemeinsam diesen Weg gehen, das wollen wir erreichen. Und durch die Zunahme an Leistungen, die in der Medizin erforderlich werden, durch die Zunahme an chronischen Erkrankungen, durch die verbesserten Behandlungsmöglichkeiten, wird es notwendig sein, neue Techniken einzusetzen, dass wir eben weniger Zeit benötigen für die Symptomerhebung und mehr Zeit haben, wieder miteinander zu reden. Danke für die gute Frage. Die letzte Frage, gibt es eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass der Algorithmus nichts übersieht? Ich denke daran, dass manchmal Symptome auftreten, die dringend behandlungsbedürftig sind. Das ist ein sehr guter Punkt. Nun, wir haben zum einen etablierte Algorithmen, das heißt, wie erhebe ich Schmerzen, wie erhebe ich Durchfall, wie erhebe ich Schleimhautschädigung, wie erhebe ich diese periphere Nervenschädigung, wie erhebe ich die chronische Müdigkeit, Ängstlichkeit, Depressivität. Das sind etablierte Tools, aber Sie haben vollkommen recht, das bedeutet nicht, dass man etwas nicht übersehen könnte. Sie haben dem noch immer die Möglichkeit, direkt Ihren Hausarzt, Ihren Onkologen, Ihre Onkologin zu kontaktieren. Sie können nach wie vor selbstständig die Rettung rufen, wenn es ein Notfall ist. Ja. Und Sie haben eine zusätzliche Möglichkeit jetzt, dass Sie mit einem onkologisch versierten Betreuungsteam 724 verbunden sind. Das heißt, es wird nichts von den bestehenden Sicherheitsmaßnahmen reduziert. Wir wollen damit nicht die Qualität der ausgezeichneten Betreuung von Menschen in Österreich senken, sondern wir geben nur ein neues Werkzeug hinzu. Ich hoffe, dass ich zumindest einen Teil der Fragen beantwortet habe und habe mich sehr gefreut, über diese für mich etwas ungewohnte Art einen Vortrag zu präsentieren, zumal auch ein Experiment, und wünsche einen schönen Tag. Vielen Dank, wiederhören. Danke für diese spannenden Ausführungen. Oberärztin Dr. Sonja Heibel ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie und wird uns jetzt erzählen, was sich im Moment tut im Bereich der Therapie in der Hämato-Onkologie. Es wird ein spannender Vortrag, in dem am Ende auch Fragen beantwortet werden, die Sie uns im Vorfeld geschickt haben. Bleiben Sie dran!